Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Ich bin immer noch ein... Für euch ist das vielleicht ein Tag her. Ich bin immer noch hart geflasht vom Ende der gestrigen Folge. Japaner sind komisch. Ja, okay. Japaner sind komisch. Ich hätte ja gerne noch ein Stück der Kleidung verstärkt, aber ja. Bis hoffentlich bald. Wir hatten krassen Unterwassersex mit einer Fischfee. Okay. Back to business. Nicht ablenken lassen. Nein, Sir. Nein, nein. Ich wollte noch diese Sidequest machen. Und dummerweise konnte ich jetzt unsere Anti-Feuerrüstung gar nicht so sehr verstärken, weil uns dafür Löschechsen fehlen. Was ziemlich kacke ist. Und ich ziemlich scheiße im Echsenfangen bin. Ja. Also, wow. Also, echt, wow. Shit. Aber es ist zumindest ein bisschen besser. So, und ich möchte... Na, da lang. Hier muss ja irgendwo so ein Tunnel sein. Und da hinten ist ein Wächter. Und das finde ich gar nicht toll mit meiner Rüstung. Und da hinten sind Leuchtsteine. Das ist allerdings cool. Weil ich brauche alles, was ich kriegen kann. Denn, wie wir gesehen haben in der letzten Folge, brauchen wir echt viel Shit, um unseren Maximum-Kram-Rempel rauszuhauen. Das heißt, ich sollte jetzt auch echt jedes verdammte Monster mitnehmen. Gerade ein paar Herzen. Sind echt nicht schlecht. So, und dieser Tunnel. Ich denke nicht, dass der Tunnel oben auf einem Berg ist, also gehen wir an dem Berg vorbei, außenrum. Und klick, klick. Ich frage, wie soll ich solche Echsen, soll ich die von Weite mit dem Bogen abknallen? Also ich weiß, es geht, aber... Naja. Dafür sind mir meine Pfeile ein bisschen schade. Bisschen doof halt, ne? Aber, naja. Ich habe auch immer noch jetzt... Ich habe zwar jetzt immer noch ein bisschen Monstermaterial für Kilton, wenn wir ihn mal wieder treffen. Aber auch echt nicht mehr so viel. Hi. So, hier sind wir richtig, oder? Echse! Echse! So. Sehr schön. Jupp. Hi. Fuck you. Was habe ich gesagt? Ich will all euer Zeug, vor allem eure Herzen will ich. Denn die Alte lässt sich für geilen Sex mit Herzen bezahlen. Und verdammt viel Geld überhaupt. Also ich weiß ja, dass sie echt immer Spaß daran hatten, zwischen Link und den Feen das so ein bisschen knistern zu lassen, ne? Aber das war jetzt schon ein bisschen obvious. Wie willst du das Kids erklären?
So, ist das richtig hier? Maruo-Tunnel. Und da liegt ein Gorone und das da sieht irgendwie falsch aus. Hi. Ich kenne ihn mehr. Hinter diesen Felsen ist irgendwo das Geheimnis des Helden. Ich habe mir vorgenommen, es zu finden, um zu beweisen, dass ich ein starker Gorone bin. Aber jetzt bin ich so hungrig, dass ich nicht weiterarbeiten kann. Hi. Du hast nur getan, was du tun musstest. Ja. Ich habe eine Bitte an dich, als sein Bruder. Hilf ihm bitte. Geh einfach hier den Hügel runter. Dort sind die Specksteinklippen, wo es das beste Felsenfilet gibt. Saftiges Felsenstück. Ich würde ja selber gehen, aber meine Schaufelschulter bringt mich um. Heute. Gronenvolkskrankheit Nummer 1. Ich bitte dich. Das machst du, oder? Okay. Für ein Zeichen der Bewährung mache ich doch fast alles. Ne? Was ist denn das für ein Tier? Warte! Ey, du Gubbel! Gubbel! Warte! Gubbel! Hier den Strauß. Okay. Krasses Tier. Ey, du spaßt. Ey! Nicht hauen, Mann! Treten! Und wehe, du droppst mir jetzt nicht coole Feuerpfeile. Natürlich nicht. Booyah! So. Spasti. Specksteinklippen. Nach links. Ist das hier ein Specksteinklippe? Ja, das ist eine Specksteinklippe. Hier ist wirklich... Hallo Speckstein. Echt jetzt? Ha, cool! Sweet, Alter! Wie damals in Majora's Mask! Ja, geile Idee. Super geile Idee. Warum sind die denn jetzt gerespawnt? Sorry, Alter, aber das... Hat der jetzt den Speckstein kaputt gehauen? What? Okay. Specksteinklippen. Mhm. Ja, klasse Sache. So. Stehe ich richtig drauf. Wow. Na gut. Aber die haben auch keine Waffen. Ich kann mich daran vorbei mogeln. Wenn ich nur auf die Steine aufpasse, die da noch runterkommen. Wenn da überhaupt noch Steine runterkommen. Aber bitte tritt nicht nochmal auf den Speckstein, ja? Oh, scheiße. Natürlich habt ihr Waffen. Zum Glück sind es einfach keine... Au! Fuck! Au! Das wird mir zu heikel. Ja.
Drecksviecher! Gott! So viel zu meinen 100 Eispfeilen, weißt du? Ah, zumindest... Danke. Zumindest ein paar Feuerpfeile im Austausch bekommen. Ah. Gott im Himmel. Okay. Ich hätte es wahrscheinlich echt von Anfang an so machen sollen. Ey, nein. Warum ist das Fuckzeug so schwer? Oh, scheiße. Hi. Ihr wollt mich doch alle mobben. Diese ganze Quest. So. Hi. Deine scheiß Bergarbeiter-Schulter, weißt du? Der Moment ist gekommen. Wirf es direkt in den Topf. Lol? Das ist eines der schönsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Was für ein erlesenes Felsenfilet. Ich muss sofort anfangen zu kochen. Es ist vollbracht. Das geröstete Felsenfilet ist fertig. Etwa der unwiderstehliche Duft von geröstetem Felsenfilet. Bruder, Essen ist fertig. Ha, klasse, bei allen Gletschern. Das sieht man ja zum Stern. Was geht bei denen? Dieses raue Knirschen zwischen den Zähnen, das sich durch den ganzen Körper fortsetzt. Der beißende Geschmack der Mineralien versetzt den Gaumen in Ekstase. Ein erbarmungsloser Angriff auf alle Sinne. Ich fühle mich groß und stark wie der Todesberg. Niemand kocht so gut wie mein Bruder und Link nur so. Hä? Ja, cool. Und jetzt macht das Ding nochmal kaputt. Und Link steht da wieder nur so. Ha! Da ist es! Ich werde nicht mehr. Das Geheimnis des Helden. Steht nicht in Goronia genauso ein Ding? Das ist also das Geheimnis des Helden. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wie dem auch sei, eine Heldentat. Mein Bruder, du bist der Größte. Au. Pah. Ha! Das ist Goronenhumor, meine Damen und Herren. Das ist Goronenhumor. Live. Das ist scharf. Echt scharf. Okay, cool. Alright. Und das ist kein Abstaubertempel. Kriege ich den noch hin? Bretter der Gier. Klingt nach einem Tempel für mich. Immer schön greedy sein. Was ist das jetzt? Geld! Tja, bisschen ist noch da. Okay. Da ist eine Kiste. Die will ich. Kiste immer gut, ja? Gott, zum Glück werde ich am Ende von dem verdammten Tempel geheilt, Mann.
Lol. Okay. Okay. Wupp. Bombenpfeil. Ist okay. Ist gut. Hier ist gut da. Hi. Schön. Ja, es kommt so ungefähr hin mit meiner Zeit, die ich eingeschätzt habe letztes Mal. Also holen wir uns jetzt so ein schönes Zeichen der Bewegung. Dann sind das 8, dann werden wir auch noch voll geheilt. Dein Dienst ist erfüllt, Brody. Und ich möchte jetzt gerne, Blitze werden von Metall angezogen. Spätestens wenn du es donnern hörst, solltest du metallene Ausrüstung ablegen. Oder meine schönen Donnerhelm anziehen. Den habe ich ja mir nicht ohne Grund verdient. So. So, die beiden sind weg. So. Mit Kisten. Alles gut. So. Der Schrein. Da warpen wir zurück. Und dann suchen wir uns mal eine Göttinnenstatue. Die müssen eine Göttinnenstatue haben. Ich habe zwar in der letzten Folge echt keine entdeckt. Heiße Quellen fallen durch ihre schöne Färbung auf. Wenn du hier ein Bad nimmst, werden deine Herzen leer gestellt. Oh. Cool. Das ist schön. Das ist schön. Okay. Wo ist meine Statue? Wo ist die Statue? Da hinten ist Erz. Erz ist gut, ja? Eigentlich müsste, laut Erfahrung, müsste die Götterstatue ja entweder im Dorfzentrum sein oder am Eingang. Eigentlich so, ne? Nicht? Liege ich da falsch? Nicht so, ne? Okay. Sehe ich die von hier aus? Komm schon, Mann. Wo ist die scheiß Statue? Ha? Die Maske? Meine Maske tobt. Hui! Hui! Da lang? Verrat's mir, meine kleine Mistmaske. Wo lang will es? Zumindest ist da eine Kiste. Kiste ist schon mal gut. Ha, ist gut. So, wo will meine mistige kleine Scheißmaske jetzt wieder hin? Baba? Ja? Hallo? Maske freut sich? Maske will bestimmt da hoch. Maske will auf den Kopf vom Chef, ne? Ja, glaube ich dir. Das lassen wir erstmal sein. Wo ist diese scheiß Statue jetzt, Mann? Hier gibt's was zu fressen. Und er nur so. Oh. Boah, ist das cool hier. Hier mache ich echt ein bisschen Farmerino. Oh, da steht die Scheiße. Da steht sie, neben dir. Du alten, riesigen, gramigen, du. Okay.
Ausdauer natürlich. So sei es. Danke. Ja, komm. Mach hinne. Klick. Nochmal Ausdauer natürlich. Bis die Scheiße voll ist, dann können wir uns HP widmen. Klick. So, zwei noch. Gut, Leute, ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Wir machen in der nächsten Folge mit Varudania dann weiter, okay? Cool. Blenker.